Sommer an der Osterquelle, wo geht es hin? Schnell bei Mutter Berlin, noch was Leckeres ziehen. Und dann mit den Schnecken den Elbstrand abchecken. Oder gehen wir lieber schwimmen im Pumpspeicherbecken. Oder gehen wir lieber schwimmen im Pumpspeicherbecken. Geesthacht, eine tolle Stadt. Zum Leben, zum Wohnen, zum Arbeiten. An der Elbe, mitten in der Natur. Geesthacht ist auch ein Technologiestandort, ein Forschungsstandort mit dem Helmholtz-Zentrum. Geesthacht ist eine wachsende Stadt mit über 1000 Unternehmen. Viele davon sind in der wirtschaftlichen Vereinigung organisiert. Und die wirtschaftliche Vereinigung feiert in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen und würde sich natürlich freuen, wenn sich noch mehr von diesen Unternehmen auch in der wirtschaftlichen Vereinigung organisieren könnten. Wir beginnen unseren Rundflug über Geesthacht in der Hafen City. Geesthachts derzeit größtes Neubaugebiet. Die neu gestaltete Promenade erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Firma Mercedes-Brinkmann hat in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern können. Es ist ein Familienunternehmen, in dem nun die zweite Generation Verantwortung übernommen hat. Der Thummarkt ist ein Eldorado für Heimwerker und Professionelle. Herzlich willkommen hier in der TAGI. TAGI steht für Tanzgesellschaft, die Tanzschule hier in Geesthacht. Wir haben nicht nur Tanzen, sondern auch viele Events. Ich möchte an dieser Stelle einmal der WVG, der Wirtschaftlichen Vereinigung, ein großes herzliches Glückwunsch aussprechen zum 65-jährigen Bestehen. Wir sind fürs Vernetzen da und freuen uns über jeden Neuzugang. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wunderbar, wenn wir noch mehr Mitglieder dazu bekommen und dieses schöne Vernetzen, wie ich es eben schon sagte, noch mehr verstärken und noch mehr zusammenhalten und vielleicht auch ganz andere neue Ideen, die bis jetzt nicht existierten, einmal umsetzen. Ich sage euch allen bis bald und freue mich auf euch. Unter uns sehen wir die Geesthachter Schleuse. Ohne diese Schleuse wäre die Binnenschifffahrt auf der Elbe gar nicht möglich. Ein Blick über das Gewerbegebiet West zeigt, welche Firmen sich hier angesiedelt haben. Große Teile des Gewerbegebietes West sind aus der ehemaligen Pulverfabrik Düneberg hervorgegangen und wurden im Rahmen der Konversion zu einem modernen Gewerbestandort entwickelt. Am Eingang der Stadt, kurz hinter dem Ende der A25, wird kräftig gebaut. Das jüngste Wohngebiet der Stadt mit dem Namen Weidentrift in Besenhorst befindet sich in der Realisierung. Hallo, ich bin Dr. Christina Bischoff-Deichnick und ich habe eine Apotheke in Geesthacht. Ich bin seit Jahren Mitglied der WVG und werde es auch sicher bleiben und möchte Sie motivieren, bei uns mitzumachen und Mitglied in der WVG zu werden. Warum? Wir brauchen ein größeres Netzwerk, um als Geschäftstreibende oder eben entsprechend Selbstständige in Geesthacht mehr auf die Beine stellen zu können. Es geht nicht, dass wir als Einzelkämpfer fungieren, sondern wir müssen wirklich eine Gemeinschaft sein, die dann auch viel größere Projekte in Angriff nehmen kann. Wir haben schon ziemlich viel bewirkt und es sollte auch so weitergehen. Nächste Station unseres Rundfluges ist das Gewerbegebiet Nord an der Mercatorstraße. Hier ist unter anderem die Firma CTS ansässig, die mit kunststoffverstärkten Glasfaserprodukten Erfolg im Offshore-Bereich als auch bei der Bahn und neuerdings auch im Brückenbau hat. Wir blicken weiterhin auf das Gewerbegebiet, in der unter anderem die Stadtwerke Geesthacht, der Baubetriebshof der Stadt Geesthacht und die Steuerberatungsfirma Gerald Dick und viele andere mehr ansässig sind. Der zweite Bauabschnitt des Gewerbegebietes Nords ist gerade erschlossen worden und befindet sich in der Phase der Vermarktung. Die WFL, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Herzogtum Lauenburg, ist nun dabei, Grundstücke den Firmen anzubieten, die einerseits neue Arbeitsplätze schaffen und andererseits erfolgreich wirken wollen. Happy Birthday, liebe WVG. Ihr seid geboren im Jahr 1956 und das war gleichzeitig auch das Geburtsjahr unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und der hat mal den Satz geprägt, Demokratie
heißt immer die Bereitschaft, nicht nur die eigenen Interessen zu sehen, sondern auch die Fähigkeit zu haben zum Ausgleich und zum Kompromiss. Liebe WVG, diesen Satz habe ich für euch ausgesucht, weil ich glaube, dass ihr ihn in ganz besonderer Art und Weise lebt und dass man das im alltäglichen Leben von Geesthacht auch wahrnehmen kann. Die Museumsbahn Caroline gehört zu Geesthacht wie die Elbe. Ohne den unermüdlichen Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer würde diese Strecke von Geesthacht nach Bergedorf überhaupt nicht mehr befahren. Diese Bahn ist einer der wichtigsten touristischen Highlights der Stadt. LADR, Labor Dr. Kramer und Kollegen. Ein ärztlich geführtes Familienunternehmen in dritter Generation mit deutschlandweit mehr als 3000 Mitarbeitern hat in diesem Jahr auf eine 75-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Über 370 Kliniken mit mehr als 20.000 Ärzten vertrauen auf die Analyse des Labors in Geesthacht. HZG Helmholtz Zentrum Geesthacht, eine Forschungseinrichtung, die aus der ehemaligen GKSS hervorging, Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt. Heute wird dort Werkstoffforschung, Küstenforschung, Polymerforschung und Biomaterialforschung betrieben. Mein Name ist Jürgen Karsch, ich bin Fotograf und Videofilmer und habe hier in Geesthacht ein Fotostudio. Ich bin seit vielen Jahren in der WVG als Mitglied und habe die WVG kennengelernt als eine gute Gemeinschaft für und in der Region, die immer für ihre Mitglieder da ist und diese unterstützt. Die WVG hat jetzt 65 Jahre überstanden und durchgestanden und ich wünsche der WVG auch weiterhin für 65 Jahre oder mehr ein glückliches Händchen für die Mitglieder. Ja, wir sehen hier den Geesthachter Menzer Werfplatz, ein zentraler Veranstaltungsort für alle Arten von Veranstaltungen, vom Zirkus bis zu Musikevents. Also er wird unglaublich gut angenommen, auch im Sommer, wenn die Stadt Geesthacht ihre Freiluftkonzerte stattfinden lässt. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Ort haben als Veranstaltungsort mitten in der Stadt, direkt an der Elbe.